haben Sie eine PDF-Datei erzeugt. Nun funktionieren aber weder die Links noch ein eingebundenes Inhaltsverzeichnis. Dafür gibt es eine Lösung. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Vermutlich haben Sie folgenden Weg gewählt. Ich befinde mich hier in Word und habe korrekt einen Link in meine Datei eingebunden sowie ein Inhaltsverzeichnis. Klicke ich nun auf Datei drucken und wähle einen PDF-Drucker aus, so erhalte ich zwar eine perfekte PDF, allerdings gehen die Links hierbei alle kaputt. Der richtige Weg wäre über Exportieren. Klicken Sie dann auf PDF-Dokument erstellen. Anschließend speichern Sie die PDF an dem entsprechenden Ort ab. Ich wähle den Desktop aus. Möchten Sie, dass das Inhaltsverzeichnis nicht nur klickbar ist, sondern auch in der PDF als solches erkannt wird? Dann klicken Sie noch auf Optionen und wählen Textmarken erstellen mit Hilfe von Überschriften. Ist diese Option aktiviert, wird das Inhaltsverzeichnis in der PDF entsprechend angezeigt. Ich klicke nun auf Veröffentlichen. Anschließend sehe ich direkt meine PDF-Datei. Per Klick auf den Link öffnet sich dann auch tatsächlich die entsprechende Internetseite. Genauso auch bei dem Inhaltsverzeichnis. Klicke ich hier einen Punkt an, springe ich in den entsprechenden Abschnitt. Das Inhaltsverzeichnis wird nun auch von der PDF als solches erkannt und kann direkt hier genutzt werden.